Ich hatte eigentlich ein super Gefühl. Ich denke, er hat eine sensationelle Piaf Passage Tour heute gezeigt und super Trap Tour. Ich denke auch von der Punktzahl wird es dann reichen für die Mannschaft, gehe ich mal davon aus. Wenn man dann um die Einzelmedaillen kämpfen will, dann dürfen natürlich diese Fehler im Galopp nicht passieren. Aber dafür haben wir vielleicht noch 2 Tage und ja, von daher bin ich eigentlich guter Dinge. Und das, woran wir eigentlich gearbeitet haben im Trainingslager in Hamburg und jetzt auch hier mit Johnny zusammen und mit meinen Eltern, denke ich, das konnten wir gut umsetzen. Besonders gut gefallen hat mir die Piaf Passage Tour und die ganze Trap Tour. Also ich konnte mich wirklich zurücksetzen. Ich muss mir natürlich nochmal angucken, aber vom Gefühl, ich konnte mich zurücksetzen und das Pferd fing von ganz alleine an, im Takt loszuschwingen. Ich konnte ihn mehr auf der Stelle halten. Und da bin ich eigentlich stolz drauf, dass wir das so hingekriegt haben mit dem Johnny zusammen und die Punkte da so noch rausreiten konnten.